Schön, dass ihr da seid. Täglich grüßt das Murmeltier. Kommt schon wieder sehr laut bei mir hier an. Egal. Ich bin ein bisschen durch die Gegend gelaufen beim letzten Mal. Hab ein bisschen was entdeckt. Hab mir ein bisschen was angeguckt. Wir haben ein bisschen rumprobiert tatsächlich mit anderen Waffen. Und auch wenn mir diese Ausweicherei bei dem Boss ein bisschen auf den Sack geht und ich lieber parieren würde oder blocken oder so, ist Dark Souls halt Dark Souls leider so, dass man ausweichen muss. Gucken wir mal. Das lief ja schon mal super. Mist, zu spät. Oh, sorry. Die Szene war falsch. Tut mir leid. Entschuldigt bitte. Danke für den Hinweis. Das war jetzt der erste Versuch, ist leider in der falschen Szene untergegangen. Aber ich glaube, so viel habt ihr nicht verpasst. Ich bin draufgegangen. Mal wieder. Direkt 20 Liegestütze. Ich habe mir schon öfter überlegt, ob ich nicht irgendwelche solche Dinger machen soll. Mit Liegestütz oder sowas, weil ich sollte wirklich mehr Sport machen. Ist halt blöd für YouTube. Komm, hau mich. Oh, aua. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ach ja. Ich hasse das. Ich hasse diese Hitboxen in Dark Souls 2. Ich hasse diese Ungenauigkeit. Diese Verfolgungsangriffe der Gegner. Ich hasse es, dass der Styroporschwert-Rückhandangriff keinen Sinn macht. Das ist nicht geil. Den Trailer zum Elden Ring DLC. Nee, habe ich mir nicht angeguckt. Ist aber auch... Ach, scheiße. Ist aber auch so eine Sache, die ich mir gedacht habe. Die habe ich jetzt bei Dark Souls 2 nicht gemacht. Hätte ich eigentlich machen sollen. Mir einfach den Trailer vorher anschauen, bevor ich spiele. Das werde ich mit Dark Souls 3 so machen. Weil ich kenne den Dark Souls 3 Trailer nicht. Und ich kenne auch die Elden Ring Trailer. Oh, das ist lange her. Und den DLC Trailer. Das gucken wir uns alles an, wenn es soweit ist. Thank you.
Scheiße. Natürlich fängt das Rennen an, wenn ich sauf. Paul, grüß dich. Hi. Den hat dir, glaube ich, der Daniel, der Ezio, geschenkt, wenn mich nicht alles täuscht. Bin in ihn reingerollt. Shit. Diese Kacke. Dieser Zahnstocher ist voll nervig. Der ist schon böse. Ja, das ist jetzt die neunte Aufnahme, die ich bei diesem Boss bin. Ja, ich war hier hinten. Ich habe ein neues Gebiet entdeckt. Eisenkorridor heißt das, glaube ich. Bin 3 Meter reingelaufen und habe mir gedacht, nö, dann tue ich mir lieber diesen Boss an. Dieser eine, dass das immer und dann kriegt man kein Trefferfeedback durch. Also, das Spiel ist so kacke. Oh. Also. Ich bin wirklich gespannt auf Dark Souls 3. Ich glaube, ich werde mir jetzt mit durch Lies of P mache ich mir wahrscheinlich auch Dark Souls 3 kaputt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Dark Souls 3 da rankommt. Für dich bleibt dir Dark Souls 3 die Nummer 1, okay. Ich sehe auch noch nicht, wie ich diesen Zahnstocher. Ja, Demon's Souls hätte ich ja als allererstes gespielt. Gibt's ja aber leider nicht irgendwie für einen PC. Jedes Mal einen dieser 3 Schwertstreiche ab, ey. Jedes Mal.
Jedes Mal. Und da haben wir schon wieder eine wunderbar hervorragende Hitbox gesehen, die einfach nicht gut war. Hau mich jetzt mit deinem dicken Kolben. PS3 emulieren. Das ist aber illegal. Weil ich Demon's Souls nicht besitze. Ach, oh Mann, ey. Ja, ich glaube, Demon's Souls hätte ich zuerst spielen müssen eigentlich. Legal, illegal, scheißegal. Aber es gibt tatsächlich noch ein paar andere PlayStation-Titel, die ich ja eigentlich zocken möchte. Ich meine, PS3 habe ich ja. Die lässt sich aber leider nicht abgreifen über meinen aktuellen. Und der ist auch schlecht, der Game Capture. Sack. Mist, zu spät. Diese Scheißdinger, ey. Eine Viertelstunde. Ich bin jetzt eine Viertelstunde dran und hab schon keinen Bock mehr. Eine Viertelstunde. Guter Try, Dankeschön. Mit jeder HDMI-Quelle. Das Problem ist HDCP auf der PlayStation, die 3, die ich habe. Das HDCP lässt sich nicht abschalten. Der Filmkopierschutz, der immer aktiv ist. Frag mich nicht, warum, ey. Keine Ahnung. Ich habe zu spät gesoffen, aber es ging noch klar.
Und dann, dann führt er die Eingabe einfach 3 Sekunden später trotzdem aus. Ah, dieses Spiel, ey, ne? Wenn er mit seinem großen Schwert schwingt, nicht wegrollen. Du meinst in der zweiten Phase wahrscheinlich? Und welchen von diesen Schwüngen meinst du? Weil mindestens 3 davon muss ich ausweichen. Ich glaube, es gibt einen, wo ich mir vorstellen könnte, dass man nicht wegrollen muss, aber wenn ich das nicht mache, trifft er mich und dann kriege ich dicken Schaden. Also das ist ja auch... Ob ich jetzt da unten durchroll unter dem Schwert oder in ihn reinroll, ist sowas von scheißegal, solange ich den Treffer nicht kassiere. Ich muss so oder so die Bewegung machen. Das verstehe ich nicht. Ich habe zu spät gesoffen. Ich bin tot. Ob ich jetzt in ihn reinrolle oder von ihm oder an ihm vorbeirolle oder sonst irgendwas, ist doch gerade wurscht, solange ich im richtigen Zeitpunkt rolle. Ich dachte, ich kann die Rolle weglassen, aber wenn ich sie eh machen muss, dann ist wurscht. Da sind wir schon wieder bei so einem Ding. Du machst das halt so. Man kann es auch anders machen. Falsch ist es deswegen nicht. Mit dem Drehschwung mache ich nicht so viel Damage. Sack, ey. Ich weiche ihm doch perfekt auf. Warum sollte ich jetzt was anders machen? Das einzige Problem, das ich habe, ist sein kleines Schwert. Da hätte ich auf ihn zurollen müssen jetzt oder rechts an ihm vorbei. Jetzt bin ich tot. Weil diese Dinger einfach so unpredictable sind. Mortal Shell.
aber ziemlich kurz ist. Ah, ist das gar nicht so lange. Ja, Mortal Shell hatte ich mir auch angeguckt. Aber ist das nicht auch PlayStation-exklusiv? Wieso ist denn der Boy jetzt aus seinem Grab gekrochen? Und der zweite auch, lol. Einfach so. Einfach so random. Halt's Maul, ey. Na komm jetzt her, Mann. Okay, Leute, ich muss eine Sache muss ich wissen, bevor ich hier weitermache. Und die will ich jetzt wirklich wissen. Das ist jetzt ein Backseat Gaming, das gebt ihr mir bitte. Wäre lieb. Ist dieser Boss optional? Oder kann ich Dark Souls 2 ohne diesen Boss abschließen? Den musst du nicht machen. Okay, fuck it. Scheiß auf die Kacke, ey. Dark Souls 2 abschließen und beenden, ey. Weg damit. Mutz. So, okay, also. Oh, ja, jetzt geht die nächste Frage los. Die nächste. Der nächste Mist. Also, dann gibt's hier nichts mehr. Warum bin ich überhaupt in diesen verschissenen Turm reingegangen? Ich dachte, das wäre, weil dieser Königsblödsinn. Dann versuche ich jetzt, den König zu killen. Ich kill jetzt einfach den König. Ich hoffe, dass das Ende des Spiels ist. Und hier gibt's auch irgendeinen beschissenen Trick, der so versteckt ist, dass man ihn nur durch Zufall finden kann. Echt, ey, also. Bin so genervt von Dark Souls 2, ne? Kann man sich nicht ausdenken. Ey, das ist auch so ein Scheiß hier, ne? Ah. 73 Damage, ich glaube, da kann ich mal mit dem anderen Schwert hingehen. Da muss ich nicht mit dem... Mit der dicken Hellebarde bin ich, glaube... Mach ich, glaube, gleich viel Schaden wie mit dem kleinen. So, jetzt sind wir bei 50...
Ey, ich will Dark Souls 1, 2, Dark Souls 3, egal welches, ich möchte das halt alleine schaffen. Und wenn es alleine nicht möglich ist, dann wird es halt nicht geschafft. Wenn das ohne Hilfe nicht geht, diese Spiele, dann finde ich es lächerlich. So ein Spiel zu machen, das man ohne Hilfe nicht abschließen kann, ist. Ziemlich bescheuert. Arschgeige, ey. Ach so, er macht das ja mehrfach. Ja, fast vergessen. Ich muss erstmal wieder gucken, was der hier tut. Falls ich Dark Souls 2 schaffe, ich weiß nicht, ob ich da noch mal zurückkomme, ey. Ganz ehrlich, das bin ich gerade sehr schwer am Überlegen. Das hat mich innerhalb von einer Viertelstunde schon wieder so hart getriggert. Mit all diesen Dingen, die in diesem Spiel falsch laufen, mit diesen ganzen Fehlern, die das Spiel hat. Gerade bei Bossen und so ist es halt einfach nicht cool. Das Wichtigste vom Spiel funktioniert nicht richtig. Und das ist richtig übel. Die großen Level und was man alles entdecken kann und so, da kann ich absolut nachvollziehen, dass man das toll findet. Ich finde es auch cool, dass das größer ist und ein bisschen komplexer und dass es mehr zu entdecken gibt. Da bin ich immer ein Freund von. Aber diese kaputten Mechaniken, boah. Sepp, grüß dich. Nein, der Rauchritter ist nicht down. Ich habe aufgehört. Ich habe keine Lust mehr, ich will Dark Souls 2 abschließen. Ich habe gefragt, ob der Rauchritter optional ist. Mir wurde gesagt, er ist optional. Damit gibt es nie wieder Rauchritter hier bei mir zu sehen. Und hier, keine Ahnung, hatte ich schon probiert, den Königsring anzulegen, währenddem ich den hier bekämpfe? Ich weiß es gar nicht, ob ich das schon probiert hatte. Ich glaube, das hatte ich schon getestet. Und das war nicht des Rätsels Lösung. Haha, und die Hitboxen! Und die Hitboxen! Bei jedem verschissenen Boss! Unglaublich. Ich brauche dann erstmal ganz viel anderes Zeug. Ganz viel anderes Zeug zwischen Dark Souls 2 und bevor ich mich hier noch mal reinbegebe.
Er macht schon wieder den Daniel. Jetzt langt's mir dann langsam, ey, echt. Nein, das war zu viel. Timeout. So, wie lang? 10 Minuten. Kriege ich das hier wieder weg? Da. Ständig irgendwas. Smoke Weed. Die Lösung ist so fern und doch so nah. Smoke Weed. Und das heißt, ich irgendwo gibt's. Wahrscheinlich muss ich ein Kraut oder so nehmen. Irgendein Kraut oder was weiß ich. Keine Ahnung. Weiß nicht, Daniel, ob du das lustig findest oder das Spielerlebnis da ein bisschen Spaß dran hast, das. Blöde Kacke, ey. Weil das ist nämlich genau das. Jetzt bin ich hier. Und muss jetzt die ganze Zeit darüber nachdenken. So, okay, was könnte es sein? Wegen diesem einen dummen Kommentar. Was zum Geier ist denn ein Mitternachtsstein? Giftiges Wurfmesser, aha. Drehen die da um? Kannst du bitte umdrehen? Und nicht auf mich zukommen? Hallo? Geh bitte weg! Ich wollte was gucken! Jetzt dreht er um. Wow.
Ken, grüß dich. Hallöchen. Giftige Wurfmesser. Da sind sie doch. Twitch hat den Dino verändert. Ja, stimmt. Der sieht wirklich anders aus jetzt. Schrecklich. ich fand ihn vorher auch cooler, ehrlich gesagt. Der sieht jetzt ein bisschen seltsam aus. Temporär, ja, könnte sein, sowas machen die ja ab und zu, ne? Wow, nützt gar nichts. Nützt gar nichts. Ah, friss meine Wurfmesser. Pokémon Day Promotion. Ah, okay. Alles safe. Okay. So, das war's auch nicht. Wurfmesser bringen und entfeuchten. Ja, dann weiß ich auch nicht. Egal. Ach. Ich weiß leider nicht, was fehlt. Nee, ich versuche es ja ohne Hilfe durchzuspielen und ich habe jetzt zumindest mir die Info geholt, dass der Rauchritter optional ist. Den muss ich nicht machen zum Durchspielen. Ich dachte, das wäre irgendwie, das muss ich machen, muss ich zum Glück nicht machen. Lieber ein kleiner Tipp als abbrechen. Ey, ganz ehrlich. Wieso verflucht der mich manchmal direkt am Anfang? Ich will es ja ohne Hilfe schaffen und wenn ich mit einem Tipp die ganze Nummer beende, dann habe ich es nicht ohne Hilfe geschafft. So, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, dass alles, was jetzt an Tipps nötig werden, alleine schon, dass der Rauchritter optional ist, ist schon ein relativ großer Hinweis, so okay, muss ich nicht fertig machen, ist schon eine große Beeinflussung meines Playthroughs. So, das hat den kompletten Durchlauf verändert. Und wenn ich Hilfe brauche, um so ein Spiel zu Ende zu spielen, ich weiß nicht, fühlt sich für mich nicht richtig an und dann habe ich es für meinen Geschmack, habe ich es dann auch einfach nicht geschafft. Jetzt, wo du weißt, dass er nur temporär ist, willst du ihn behalten. So, dann brauche ich es halt auch gar nicht, dann brauche ich es halt auch gar nicht fertig spielen. Dann habe ich es halt nicht geschafft. Fertig. So. Nicht beendet. Dark Souls 2 nicht geschafft. Punkt. Neuer Versuch, ein anderes Mal.
Ey, ich hab so keinen Bock auf den Scheiß, ne? Die allerwenigsten spielen das komplett blind durch. Ja, ist halt auch kein gut designtes Spiel, das man schaffen kann, ohne nachzugoogeln oder sonst irgendwas. Ja, das, aber. Daniel, willkommen zurück. Ja, stimmt, Gras gibt's erst ab April. Nee, das hat sich für mich erledigt. Vor 2 Jahren komplett aufgehört. Und will ich auch nicht. Kein Bock mehr. Genauso wie es trinken, habe ich auch komplett aufgehört. Komplett damit aufgehört. Mit allem. Stolz auf dich. Ja, danke, danke. Was ist eigentlich hier unten noch? Das ist ja wild. Wagt es ja nicht. Was soll ich nicht wagen? Licht anmachen? Ich mache jetzt aber Licht an. Habe ich keinen Feuerpfeil? Ich würde das da unten gerne anzünden. So ein Scheiß, ey. Entzünden. Ah, hier. Guck mal. Und jetzt? Oh. Wo Licht aufleuchtet, erheben sich die Schatten. Oh nee, hau ab! Von dir will ich auch nix, Fettsack. Ich will das Zeug, Seelengefäß. Okay, von mir aus. Lass mich, ich will nichts von euch. Ach ja, killt mich. Kein Bock auf die Scheiße hier, auf diesen roten Bastard. Ja, ich gehe jetzt noch mal den Omas, Ormas. Ich habe gelesen, Omas. Omas Großschild läuft. Ah, verpiss dich. Ich habe gesagt, verpiss. Ja, hüpf mir in den Weg rein. Nee, ist klar. Keiner will euch in diesem Spiel. Keiner will euch.
Und wunderbare Hitbox. Wunderbare Hitbox. Licht anmachen hat überhaupt nicht geholfen. Ha. Achso, warte mal. Gibt noch eine Sache, die ich vielleicht machen kann. Mal gucken, ob das irgendwas hilft. Ich weiß nicht, ob ich es schon probiert hatte. Schnauze. Keiner will euch, habe ich gesagt. Haut ab. Keiner will euch. Ja, klar. Warum leuchtet hier jetzt so hart das Licht von oben? Warum leuchtet es hier so heftig? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt mit Fackel da rein. Und zünden ihn an. Schnauze, kann ich dich anzünden? Kann ich hier irgendwas anzünden? Nö. Ja, ich bin mittlerweile bei 9 Rauchritter-Episoden, glaube ich. Die letzten sind, es ist also noch nicht hochgeladen. Okay, mit Feuer konnte ich auch nichts machen. Ja, vielleicht. Gut vorstellbar, dass ich dann sag so, okay, pass auf. Geht hier irgendwas? Nee. Ach, hier steht noch mal einer. Ja, guck mal an. Hi. Was war er eigentlich? Oh, Hilfe. Was ist er eigentlich hier? Warum sitzt da so ein einzelner Boy rum? Ach ja, klar, von hinten Blitzer. Ja, ist ja gut, Leute. Ich hab verstanden, dass ihr hier hinter mir seid. Ich weiß. Ja, eines Tages vielleicht, aber dann müsste ich nochmal, dann würde ich wahrscheinlich Dark Souls 2 von vorne anfangen und und mit vollen Hilfen vielleicht dann einfach spielen und sagen, okay, pass auf, Leute, ohne Hilfe habe ich es nicht geschafft. Vielleicht lässt es sich, warum bin ich jetzt eigentlich so schwer auf einmal? Ich war doch in der Light Roll. Was habe ich denn jetzt anderes? Ah, den Bogen habe ich ausgerüstet. Aber bisher sieht es so aus, als würde ich es in die Ecke schmeißen. Bisher würde ich sagen, ich schmeiße es in die Ecke. Und fasse es erstmal eine ganze Weile nicht mehr an. Ja, ist ja gut. So ein dummer Unsinn, dass sie dir dann diese roten Bastarde ins Level reinschmeißen, weil man Licht angemacht hat. So ein Scheiß, ne? Das gute Game?
Ein gutes Spiel habe ich hier habe ich zwischendurch mal durchblitzen sehen, aber im Großen und Ganzen. Ja, Ken, alles klar. Schön, dass du da warst. Man sieht es durchblitzen, immer wieder mal. Sieht man das gute Spiel durchblitzen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei... Vielleicht gebe ich auf Dark Souls 2. Ach, tschüss. So, Twitch. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken.